Ich habe euch gefragt, was ihr übers Laufen wissen wollt und ihr habt mir fleißig eure Fragen geschickt. Und in diesem Question and Answer Video werde ich euch diese Fragen beantworten. Es geht unter anderem um die richtige Laufuhr, um Intervalltraining, um Ernährung während des Laufens und noch um einige Dinge mehr. Und die Fragen beantworte ich euch wie immer nach dem Intro. Auf dieses neue Format habe ich ehrlich gesagt richtig Bock. Question and Answer. Ihr habt mir eure Fragen geschickt, die ich euch jetzt beantworten möchte. Und ich finde es halt eine total geile Sache und eine super Interaktionsmöglichkeit. Und deshalb lasst uns direkt einsteigen in die erste Frage. Die da lautet, welche Laufuhr würdest du einem Laufanfänger empfehlen, schreibt Tini Berg auf Instagram. Ja, das ist eine fantastische Frage und ich glaube, dass sich die Laufszene in zwei Lager aufteilt. Das ist einmal das Lager Garmin und einmal das Lager Polar. So, jetzt erzähle ich das hier oder meine Antwort wird jetzt natürlich mit einer subjektiven Meinung versehen sein, denn seitdem ich angefangen habe mit dem Laufen, trage ich schon immer Garmin-Uhren. Ich komme mit der Menüführung super klar. Ich bin Fan von diesen Uhren und ich würde mir auch, wenn da jetzt nicht irgendwie was ganz Drastisches bei Garmin passiert, dass auch diese Uhren auch in diesen nächsten Jahren immer wiederholen. Auf der anderen Seite haben wir Team Polar. Ich kann zu Polaruhren relativ wenig sagen. Ich habe hier jetzt zwar eine, das ist die von meiner Freundin, aber ich habe sie selber noch nicht genutzt und deswegen, wie ich es gerade schon gesagt habe, subjektiv beantwortet. Garmin ist eine gute Wahl. Vor allem haben die auch super Einsteigermodelle, wo du nicht direkt sehr viel für ausgeben musst. Und was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, wenn du darüber nachdenkst, dir eine Laufuhr zu holen, dann achte darauf, dass du dir auch einen Brustgurt mit dabei holst, weil es geht beim Laufen sehr viel um die Herzfrequenz. Auf diese neuen Uhren, die haben hier hinten auch eine Herzfrequenzmessung mit drin, die funktioniert dann am Handgelenk, beziehungsweise funktioniert die da eigentlich gar nicht so gut. Deswegen ist es immer zu empfehlen, so einen Brustgurt zu benutzen, der die Herzfrequenz hier an die Uhr überträgt. Oder so ein OH1, das ist dann so ein Teil, was du dir hier um den Oberarm machen kannst. Und ja, deswegen mit vorgehaltener oder mit der rosaroten Garmin-Brille, weil ich diese Firma einfach total gut finde und damit klarkomme, würde ich dir ein Einsteigermodell von Garmin empfehlen. Die nächste Frage kommt von Mello S85. Ernährung während dem Training hast du geschrieben. Nicht Triathlon. Ich interpretiere in diese Frage mal rein, dass du wissen möchtest, was man während des Laufens essen kann. Also, erstmal würde ich sagen, essen nur bei langen Läufen notwendig. Das heißt, wenn du dein Training so steuerst, dass du einmal in der Woche einen langen Lauf da drin hast, der über wirklich eine längere Distanz und auch eine längere Zeit geht, würde ich dir empfehlen, während dieser Läufe zu essen. So, was kannst du da überhaupt machen? Also fangen wir mal an, wenn wir den Begriff Ernährung aufsplitten in Trinken und Essen. Habe ich mal etwas Schönes mitgebracht und genauso wie die Dinge, die ich gleich vorstelle. Ich habe keine Kooperation mit denen, ich habe mir das selber gekauft, ich habe das nicht gesponsert gekriegt und ich kriege auch sonst kein Geld von denen. Das heißt, ich empfehle das hier aus freien Stücken. Als erstes wäre Basica Sport, ein Pulver, auf das ich total schwöre und was ich super gerne nach meinen langen Läufen trinke, einfach um den Energiespeicher wieder aufzufüllen. Das ist so ein Pulver. Ich kann das hier mal aufmachen.
Boah, es staubt schon reichlich. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber hier ist noch so ein Dosierlöffel mit drin. Das löst man in Wasser auf. Und ja, nach dem Laufen einfach eine feine Sache. So, jetzt war deine Frage natürlich nicht, was du nach den Läufen machen sollst, sondern während des Trainings kannst du dir genauso gut mitnehmen. Eignet sich auch für während des Trainings. Ja, und dann Ernährung neben dem Trinken Teil 2. Ja, was kannst du denn da überhaupt essen? Als da wären ganz diverse Dinge in Form von Gel und solchen Bars. Wir hätten, also auch wieder unbezahlt, habe ich mir selber geholt, keine Sorge. So Riegel, Vorteil, irgendwie leckerer und bekömmlicher als der Kollege Gel. Ich finde es irgendwie ganz angenehm, beim Laufen auch noch ein bisschen kauen zu müssen und nicht nur wie die Gels das runterzuschlucken. Also das ist der Vorteil von so Powerbars. Ja, und die Gels, ja, ich bin dann ein bisschen geteilter Meinung, weil die Dinger sind und bleiben einfach ekelig. Also selbst die guten schmecken nicht lecker. Vorteil, sie bieten dir schnell Energie und ja, wie sie bekömmlich sind, das musst du halt selber ausprobieren. Ich habe jetzt hier eins von Power Gel und eins von High Five Sports Nutrition. Ist so ein bisschen Geschmackssache, muss ich sagen. Welche mir persönlich gut bekommen sind, sind die von SIS. SIS wird das geschrieben. Die sind noch so vom, ich sag mal, Ekelfaktor her, vom Geschmack relativ unten angesiedelt. Also die kann man noch ganz gut runterkriegen. Was du natürlich auch machen kannst, ist neben Gels und Bars dir zum Beispiel eine Banane mitnehmen. Das geht immer, finde ich. Im Übrigen auch deutlich leckerer als so ein Gel. Ja, das wären meine Tipps für die Energiezufuhr während des Laufens. Also fassen wir nochmal zusammen. Wir haben einmal die Getränke mit Basica Sport, dann haben wir die dann haben wir die Bars, die Gels, ja, und so eine Banane tut eigentlich immer gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Miso Munich fragt alles über Intervalle, wie schnell, wie lang und wie oft. Eine kompakte Fragestellung, die ich versuche in aller Kürze zu beantworten, um nicht zu ausschweifend zu werden, weil das ist eigentlich ein Thema für ein komplett eigenes Video. Also zu Nummer 1, wie schnell. Man läuft Intervalle ungefähr in einer Herzfrequenz von etwa 90% deiner maximalen Herzfrequenz. Wie du die maximale Herzfrequenz ermittelst, das kannst du dir in einem anderen Video anschauen. Das habe ich in den vergangenen Wochen aufgenommen. Und grundsätzlich geht es beim Intervalltraining darum, eine bestimmte Geschwindigkeit über die Intervalle zu halten. Also fokussiere dich nicht darauf, auf diese 90% der maximalen Herzfrequenz, sondern das ist nur so ein grober Richtwert. So, dann, wie oft solltest du das tun? Einmal in der Woche. Denn wenn du deine Laufwoche einteilst in drei Einheiten, machst du eine Einheit einen langen und langsamen Lauf, eine Einheit einen Grundlagenausdauerlauf und die Einheit, über die wir hier gerade reden, das Tempo- bzw. Intervalltraining. Deswegen empfehle ich dir, das einmal die Woche zu machen. Und aber auch nicht so, dass du zum Beispiel samstags ein Intervall machst, weil dann noch die eine Woche ist und dann montags direkt das nächste, sondern lass da ruhig ein paar Tage zwischen vergehen. Zum Beispiel kannst du dir, so mache ich das ganz gerne, immer Donnerstagsintervalle in den Trainingsplan schreiben. Dann hast du immer eine Woche Pause dazwischen. So, und jetzt die entscheidende Frage, wie lang? Du schreibst etwas von 1 Minute 400 Meter, Punkt, Punkt, Punkt. Naja, die Antwort darauf ist, das soll variabel sein. Was du nicht machen willst, ist jede Woche die gleichen Intervalle laufen. Das heißt, wenn du jetzt hier von 400 Metern schreibst und dazwischen eine Minute Trabpause machst, dann willst du das in der nächsten Woche nicht wieder machen. Weil du willst deinem Körper ja ständig neue Reize geben und ja, variierst dann eben entsprechend. Wichtig ist, dass du in den Trabpausen
was übrigens auch Gehpausen sein können. Also es ist nicht verpönt, dort zu gehen. Was du dort erreichen willst, ist, dass deine Herzfrequenz nach unten geht. Deswegen, was ich auch ganz gerne mache, ist einfach so die ersten paar Meter, wenn die Trabpause anfängt, einfach zu gehen, um die Herzfrequenz runterzukriegen. Ja, und sonst eben variier die Streckenlängen, variier die Pausenlängen. Das ist die Kurzform zur Beantwortung deiner Frage, sonst wird es einfach zu ausschweifend. Dann eine fantastische Frage von Maike PF oder Mike EPF, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Wie oft in der Woche sollte man laufen, um ein solider Läufer zu werden? Leider habe ich es gerade schon in der Frage vorher gespoilert. Die Antwort ist 3. Was du machen willst, ist deine Trainingswoche so variabel gestalten, dass du dort unterschiedliche Trainingsformen unterbringst. Als da wären, und das habe ich leider auch gerade schon gespoilert, der lange und langsame Lauf. Ein Lauf, in dem deine Geschwindigkeit sehr, sehr gering ist, dafür die Streckenlänge, aber über das normale Maß, was du sonst läufst, hinausgeht. Der zweite Lauf ist ein Grundlagenausdauerlauf. Da ist die Streckenlänge so mittel und die Geschwindigkeit auch so mittel. Klingt ein bisschen eigenartig, ist es nicht. Und die dritte Einheit ist eben das Tempotraining. Da versuchst du eine Streckenlänge zu wählen, die etwas kürzer ist, aber dafür deine Geschwindigkeit etwas hochzuschrauben. Und so hast du 3 Läufe in der Woche, in denen du ein variables Training absolvierst, was dich dauerhaft nach vorne bringt. Dann fragt Waldemar Hosar zum Thema effektives Laufen und Laufstil. Mich würde interessieren, wie man am effektivsten laufen kann. Kann ich an meinem Laufstil arbeiten? Oh ja, lieber Waldemar, das kannst du. Zu Teil 1 der Frage effektives Laufen, das habe ich ja gerade schon in der Frage vorher beantwortet. Effektiv laufen tust du, wenn du deine Trainingsform variierst, also sprich der lange Lauf, der Grundlagenausdauerlauf und das Tempotraining, das hatten wir gerade. Und du fragst, kann ich an meinem Laufstil arbeiten? Oh ja, das kannst du, und zwar mit folgenden Dingen. Das erste ist Lauf-ABC. Lauf-ABC sind so Technikübungen, die du machen kannst, nachdem du dich warm gelaufen hast, die deinen Laufstil, wenn du das regelmäßig machst, verbessern. Ich würde dir empfehlen, das Lauf-ABC 2-mal in der Woche zu machen. Was für Übungen es da gibt und wie die funktionieren, die Videos dazu, die findest du auch auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich nämlich diverse Übungen zusammengefasst, die einfach zu nachmachen sind und mit einfachen Worten erklärt. Das ist Teil 1, also Lauf-ABC, was du machen kannst. Teil 2 ist, mach auch Alternativtraining. Das heißt, der Läufer sollte nicht nur laufen, sondern seinem Körper auch andere Reize geben, als da zum Beispiel wären. Ich mache 2-mal die Woche CrossFit. Kostet natürlich Geld, musst du nicht unbedingt für ausgeben, kannst du auch für umme haben. Nämlich, wenn du Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht machst. Da empfehle ich dir zum Beispiel meine Stabi-E-Cards. Das sind so digitale Karten zum Runterladen und da sind die effektivsten Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht drauf. Und neben so Sachen wie Krafttraining kannst du zum Beispiel auch das Training mit der Faszienrolle machen. Dazu habe ich übrigens auch E-Cards. Dann kannst du Sachen machen wie Fahrradfahren oder Schwimmen oder Aquagymnastik. Yoga fällt mir noch ein. Also all die Dinge, die nicht laufen sind und deinem Körper andersartige Reize geben. Und die letzte Frage, die ich heute beantworten möchte, kommt von
Mandy Kaiser. Mandy fragt, hey, mich würde interessieren, ob tägliches Laufen für Anfänger gut oder eher schlecht ist bei kurzen Strecken. Ja, es gibt ja die sogenannten Streakrunner, also Leute, die wirklich jeden Tag laufen. Ich glaube, dass das keine gute Sache ist. Aus folgendem Grund. Der Körper braucht Erholungspausen, um sich von der Belastung zu erholen. Das heißt, wenn du täglich läufst, ja, kurze Strecken, könnte man vielleicht noch sagen, täglich laufen wäre okay. Ich bin da trotzdem nicht für. Ich glaube, dass du deinem Körper ausreichend Zeit geben solltest, sich von der Anstrengung zu erholen. Und deswegen würde ich sagen, täglich laufen, nein. Ich habe es in diesem Video jetzt schon mehrere Male angesprochen. Eine gute Anzahl an Laufeinheiten in der Woche ist die Zahl 3. Wenn du die Füße nicht stillhalten kannst, kannst du auch sagen, okay, wenn es ganz kurze Einheiten sind, machst du 4. Aber den Rest oder die restlichen Tage würde ich, was das Laufen angeht, dann pausieren, einfach um deinem Körper die nötige Ruhe zu geben, sich wieder zu regenerieren. Ja, das waren eure 6 Fragen, die ich euch in diesem Video beantwortet habe. Wenn ihr weitere Fragen habt, postet die gerne unter dieses Video. Das ist ein Format, was ich in Zukunft gerne fortsetzen möchte, weil ich das von der Interaktion her einfach total geil finde. Und ja, ich auch so ganz direkt erfahre, welche Fragen ihr übers Laufen habt. Also postet eure Fragen hier drunter und dann gibt es bald wieder ein Question and Answer Video. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder mich auf meinem Instagram-Account besuchen oder bei Facebook oder bei YouTube. Oder auf meinem Blog, ach mein Gott, ich bin ja hier in diesem Internet unterwegs, das ist ja der Oberwahnsinn. Genau, also schickt mir eure Fragen und dann gibt es bald wieder ein Question and Answer Video.